Es gibt sowohl in China als auch in Russland aktuell eine Tradition der Instrumentalisierung von Geschichte für aktuelle politische Zwecke. Und bei den Gemeinsamkeiten kann man sicherlich darauf verweisen, dass es sich in beiden Fällen um ein vormaliges Imperium, um ein Vielvölkerreich gehandelt hat, das eben in einen Nationalstaat transformiert wurde und wir hier eine Vielzahl an Problemen an der ehemaligen imperialen Peripherie sehen. Wir sehen also im chinesischen Fall dies insbesondere, wenn wir an Xinjiang denken, an Tibet, aber natürlich auch prospektiv auf Taiwan oder das südchinesische Meer blicken. Von daher, man kann Ähnlichkeiten erkennen, auch insbesondere der Bezug auf die Demütigung durch den Westen in der Vergangenheit. Aber gleichzeitig lassen sich auch Unterschiede erkennen. Insbesondere auf chinesischer Seite wird sehr stark eben in die Zukunft geblickt, auf Innovation, auf Technik, auf Wissenschaft verwiesen und weniger nur in die, ja, auf die negativen Seiten der Vergangenheit geblickt. Das lässt sich auch ganz schön am innerchinesischen Diskurs über Russland zeigen, wo es also eine ganze Reihe von sehr kritischen Hinweisen darüber gibt, dass Russland also nicht wirklich zukunftsfähig sei, man aber trotzdem das destruktive Potenzial dieser Macht gewissermaßen bewundert. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Krieg China überhaupt nicht zu Pass kam, ursprünglich. Und dass die Führung rund 2 Wochen gebraucht hat, um eine einheitliche Linie zu finden, wie man darauf reagiert. Man hatte große Schwierigkeiten, die rund 6.000 Chinesen aus der Ukraine zu evakuieren. Und insbesondere hat man mit einer Vielzahl an innenpolitischen Krisen derzeit zu kämpfen. Denkt man etwa an die Null-Covid-Strategie und die Folgen, insbesondere in Shanghai. Die gestörten Lieferketten spielen eine ganz wichtige Rolle und damit natürlich auch das sinkende Wirtschaftswachstum. Und im Hintergrund sollten wir nicht vergessen, dass in China Ende des Jahres ein ganz wichtiger Parteitag stattfindet, wo momentan ein großes politisches Stühlerücken im Hintergrund stattfindet. Also von daher, der Krieg kam China ursprünglich nicht zu Pass, man hat sich aber nun auch mit der Situation dialektisch arrangiert und versucht, das Beste daraus zu machen. Was ganz interessant zu erkennen ist, ist, dass also in den letzten Tagen die chinesische Seite ukrainischen Perspektiven einen größeren Raum in den Medien eingeräumt hat. Es gab ein Direktinterview mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba, der also sehr kritisch über den russischen Angriffskrieg nun hat sprechen können in chinesischen Staatsmedien. Und das ist also etwas, was sich absetzt von den ersten Wochen des Krieges als eine ganz klar pro-russische, insbesondere gegen die NATO gerichtete, teils auch vor allem mit rassistischen Elementen operierende Darstellung gefunden wurde. Wir sehen also, China versucht sich eher als eine vermittelnde Macht derzeit darzustellen und spielt dies teilweise über die Ukraine. Eine der wichtigsten Fragen im Interview war, wie bewertet die Ukraine die chinesischen Bemühungen um einen Waffenstillstand? Hier versucht man also über die Ukraine zu zeigen, dass man eigentlich eher in einer neutralen Position ist und also etwas von der insbesondere im Westen wahrgenommenen pro-russischen Haltung abzurücken. Insgesamt würde ich sagen, dass die chinesische Haltung gegenüber Russland von uns relativ schwer einzuschätzen ist, wenn man sich daran erinnert, wie schwierig es für die chinesische Führung ist, das viel kleinere Nordkorea zu beeinflussen, das mit seinen Waffentests eben auch häufig gegen chinesische Interessen verstößt. Von daher würde ich also nicht überbewerten, was China tun könnte. Es gibt im chinesischen Diskurs momentan vor allem ein altes Zitat, was gebracht wird. Das heißt, wenn die Lippen verschwunden sind, frieren die Zähne. Da kann man also gewissermaßen sehen, dass Russland auch eine Schutzfunktion zugebilligt wird in der aktuellen Situation und dass, wenn Russland eben deutlich geschwächt wäre, man sich der Eindämmungsstrategie der USA alleine stellen müsste. Unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele am 4. Februar 2022 haben Russland und China eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in welcher eine grenzenlose Freundschaft zwischen beiden Staaten proklamiert wurde. Es wurde gleichzeitig betont, dass es sich nicht um ein Bündnis irgendeiner Natur handelt. Und wenn man sich das Ganze genauer anschaut, so muss man sagen, ist sehr wenig Konkretes zu finden. Keine Beistandshilfe für den Ukraine-Konflikt, kein russischer Beistand für eine mögliche Taiwan-Invasion der Volksrepublik. Was sich im Wesentlichen wiederfindet, ist eine Einigkeit, dass die gegenwärtige als hegemonial von den Vereinigten Staaten bestimmte Weltordnung abgelehnt wird. Hier finden sich also die größten Gemeinsamkeiten und vor diesem Hintergrund ist, denke ich, auch die Freundschaft zu sehen. Es gäbe ausreichend Gründe aus der russisch-chinesischen Geschichte auch Rivalitäten zu schüren,
Vor 50 Jahren waren beide Staaten sehr dicht an einem Atomkonflikt. Damals wurde halt Peking mit Bunkern unterkellert, weil man also einen sowjetischen Atomschlag fürchtete. Und von da, oh ja, und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, es gibt keinen anderen Staat, dem das chinesische Kaiserreich mehr Gebiete hat abtreten müssen als Russland. Je nachdem 1,5 bis 4 Millionen Quadratkilometer. Also es gäbe theoretisch viele Gründe für Kritik. Dennoch sieht man vor der aktuellen weltpolitischen Situation, dass diese Aspekte der Geschichte in den Hintergrund gerückt werden und stattdessen die Gemeinsamkeiten betont werden. Wie viel daran wirklich Freundschaft ist, das wird sich erweisen müssen, aber momentan gibt es viele gemeinsame strategische Interessen. In den letzten Jahren kann man sicherlich auf beiden Seiten eine deutliche Verstärkung der Feindwahrnehmung wahrnehmen, sowohl im Westen als auch in China. Dabei gibt es insbesondere für China eine große Anzahl von Gründen, es sich nicht zu verderben. Es gibt sehr enge wirtschaftliche Abhängigkeiten zwischen beiden Seiten. Gleichzeitig wird das Ganze also überlagert von dem auch von chinesischer Seite gewissermaßen ganz ins Zentrum gerückten Großmachtkonflikt zwischen den USA und China. Was wir aktuell also beobachten können, ist insbesondere der Versuch chinesischer Seite, einen Keil zu treiben zwischen Europa und die USA, dass also auf die strategische Unabhängigkeit Europas verwiesen wird und vor diesem Hintergrund auch etwa die deutschen Rüstungsinvestitionen keineswegs nur negativ wahrgenommen werden. Insgesamt wird also Europa eher als Wirtschaftsmacht, denn als politische Macht wahrgenommen. Und vor diesem Hintergrund kann man sicherlich erkennen, dass es von chinesischer Seite großes Interesse gibt, keineswegs alle Beziehungen abzubrechen und insbesondere die wirtschaftlichen Verflechtungen eher noch zu stärken.